Ich glaube, dass die Bevölkerung sich heute besser über Forschung informiert fühlt als vor 20 oder 25 Jahren. Also wir haben in Deutschland, glaube ich, zwei Sachen vielleicht sogar versäumt. Die eine Sache ist, den Dialog zu erzielen, also Bevölkerung mitzunehmen in der Wissenschaft, zumindest auf einem bestimmten Level. Aber ich glaube, es gibt kein Land, in dem die Bevölkerung so technikfeindlich ist wie in Deutschland im Durchschnitt. Das muss man wirklich sagen. Also wenn Sie zum Beispiel sehen, wenn Sie mal in Zeitungen gucken, Fukushima, sicherlich eine Katastrophe, das will ich nicht bestreiten. In Deutschland gibt es zehnmal so viele Berichte in den Zeitungen im Vergleich zu Frankreich, England oder den USA. Das hat man durch Zeitungsanalysen rausgefunden. Zehnmal mehr Berichte. Und die Sache ist deswegen so zynisch, weil in Japan sind 20.000 Menschen gestorben durch eine Flutwelle. Durch Radioaktivität ist kein einziger gestorben. Ja? Und trotzdem berichten die deutschen Zeitungen ausschließlich darüber und nicht über die riesige Katastrophe, die es da eigentlich drumherum gegeben hat. Das ist in anderen Ländern wirklich anders. Also das heißt, Deutschland hat einen riesigen Nachholbedarf, die eigene Bevölkerung zu informieren, was Technik angeht, darüber zu informieren, dass Technik Risiken hat, aber auch riesige Chancen hat. Das muss man einfach sagen. Ich glaube, die Chancen kommen eigentlich immer viel zu kurz bei der Diskussion. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die Wissenschaftskommunikation an erster Stelle hat, Leute aufzuklären, damit sie mitreden können, damit sie sich überhaupt erstmal eine eigene Meinung bilden können. Das muss man realistischerweise sagen. Also zum Beispiel bei der Kernkraftdiskussion oder auch bei der Diskussion über Radioaktivität, die würde anders ablaufen, wenn ein Großteil der Bevölkerung sozusagen Grundgesetze der Statistik beherrschen würde. Also zum Beispiel gab es mal eine Studie, ist noch gar nicht so lange her, die hat angeblich nachgewiesen, dass im Umkreis von Kernkraftwerken die Rate von Kindern, die Krebserkrankungen haben, angestiegen sein soll. Ich glaube, es ist völlig zweifelsfrei, dass jedes Kind, was an Krebs erkrankt, ein menschliches Schicksal darstellt. Es waren aber insgesamt in 5 Jahren 31 Fälle. 31 Fälle in ganz Deutschland. Und wenn Sie jetzt bedenken, wie viele Kernkraftwerke es in Deutschland gibt, kann jeder eigentlich, der was von Statistik versteht, sehen, es kann nicht sein. Es kann überhaupt nicht sein, dass es da eine Korrelation gibt. Und wenn Sie sich die Studie angucken, sie ist statistisch überhaupt nicht valide. Aber das kann man sich eigentlich schon überlegen. Als ich die Zahl das erste Mal gehört habe, 31 Fälle, habe ich gedacht, was, so wenig? Ja, das kann gar nicht sein. In Deutschland erkranken ja auch viel mehr Kinder an Krebs im Jahr. Ja, also wie stelle ich da überhaupt fest, was ist die Nähe eines Kernkraftwerks? Und ein Kollege von mir, der Kollege Krämer, der hat mit den gleichen statistischen Methoden auch nachgewiesen, dass zum Beispiel in den USA die Krebsrate in der Nähe von katholischen Kirchen erhöht ist. Ja? Einfach um zu zeigen, wie völlig absurd solche Statistiken sind. Und da wünschte man sich, dass in der Bevölkerung die mathematische Grundbildung halt ein bisschen höher ausgeprägt ist, damit die Leute sofort sagen können, das ist sicherlich nicht valide und das ist valide. In der Tat gibt es ein spezielles deutsches Phänomen, es gibt ja sogar das englische Wort, German Angst. Ja, das sagt ja alles. Also offenbar sind die Deutschen kritischer als der Rest der Welt, deutlich kritischer, was ja auch nicht schlecht ist. Ja, aber was wir schon, glaube ich, sozusagen in eine andere Richtung übertreiben, sodass sich das Ausland darüber ja schon lustig macht. Also German Angst ist ja schon eine, sozusagen, also da macht man sich ja schon lustig über die Gefühle der Deutschen. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, was da wirklich dahinter steckt. Ich meine, es gibt völlig absurde Sachen, die ich auch kenne. Ja, also zum Beispiel auch die Diskussion über Gentechnik. Ja? Ich meine, jede Pflanze, die man züchtet, da verändert man auch das Genom. Was da jetzt der Unterschied sein soll zu einer Veränderung, die ich sozusagen von außen einbringe, verstehe ich nicht. Ja? Also so als die Leute tun so, als ob dieses gentechnisch veränderte Lebensmittel, was ich esse, als ob das dann direkt in meine eigene DNA eingebaut wird. Totaler Unsinn. Ja? Aber es ist in den Leuten halt drin. Oder ich meine, was ich wirklich auch selbst aus meinem Bekanntenkreis kenne, ist, es gibt da allen Ernstes ja, Eltern von kleinen Kindern, die machen ihren Kakao nicht in der Mikrowelle warm. Ist ja Strahlung.
Ja, ist ja Strahlung. Ja, ei, 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 ei. Sondern da wird die Milch fein auf dem Herd erhitzt. Geht ja auch, ja, ist ja kein Problem. Ja, nur diesen Personen kann man nur die Angst nehmen, wenn man ihnen erklärt, wie die Mikrowelle funktioniert. Und die Mikrowelle, das ist einfach elektromagnetische Strahlung, wie Licht auch. Und da wird das Wassermolekül, ja, mit einer bestimmten Frequenz so angeregt, dass es sich dreht, dass es sich also bewegt. Und Bewegung von Atomen ist nichts anderes als Wärme. Ja, je wärmer ein Körper ist, desto schneller bewegen sich da die Atome in dem Körper. Und das Wassermolekül wird also durch diese Mikrowelle angeregt und das andere übrigens nicht. Und dadurch wird ein Körper erwärmt. Nichts anderes passiert da. Nichts, diese Strahlung ist sonst völlig ungefährlich, nichts weiter passiert da. Und wenn man das den Leuten erklärt, wie das funktioniert, dann stellen sie plötzlich ihren Kakao wieder rein. Ja? Und sie können das übrigens auch beweisen, dass es so ist, weil sie können den Leuten sagen, ja, das ist zum Beispiel der Grund, warum man in der Mikrowelle sein Fleisch nicht schön braun brutzeln kann. Weil es funktioniert nur, wenn Sie müssen irgendwo Wasser drin haben und das Wasser dreht sich. Da wird ja nichts angebrannt oder sonst was. Und deswegen werden Sie es niemals schaffen, da Ihr Hähnchen drin zu brutzeln. Ja, und das glauben die Leute dann, weil es ist ja so. Sie können ein Hähnchen erwärmen, weil da immer Wasser sich irgendwie drin befindet, aber es wird niemals eine schöne braune Kruste geben. Ja? Und wenn Sie das aber Leuten erklären, dann ist es so, dass Sie wirklich Ihre Tasse wieder reinstellen. Wissenschaftsjournalisten werden gebraucht. Ich meine, wir bilden die hier uns an der TU Dortmund aus. Wir sind einer der wenigen Plätze, die Wissenschaftsjournalisten ausbilden. Und ich kenne die deswegen, weil die bei mir in der Vorlesung sitzen, wenn ich die Vorlesung für diesen Bereich halte. Und das sind immer die Einsen schreiben. Weil der Studiengang ist so nachgefragt, dass sie dann nur mit einem 1,0er Abi überhaupt reinkommen. Also so hoch ist da die Zulassungsbeschränkung. Und das merkt man auch. Das sind wirklich gute Leute, die hier bei uns sehr breit ausgebildet werden. Also von Medizin über Physik bis über Biologie, Chemie lernen die wirklich viel. Und ich weiß das deswegen, weil ich selber auch schon zwei Wissenschaftsjournalisten eingestellt habe für meinen Rektoratsjob als Referenten in dem Fall. Jetzt nicht, weil die wirklich den Überblick haben. Die können recherchieren und haben den Überblick. Und auf die wir ausbilden, lasse ich wirklich nichts kommen. Die sind auch in der Lage, sehr objektiv zu berichten. Ich habe viel von denen schon gesehen, was die geschrieben haben. Und in der Tat landen die heute in den Online-Medien. Die wissen auch, worüber sie schreiben. Die können sich sehr schnell in die Themen eindenken. Die lesen auch übrigens die Originalartikel in Nature, Science und können damit immerhin schon was anfangen. Die wissen dann immerhin zumindest, wen sie direkt fragen sollen. Ja. Das ist schon so. Also Journalismus darf nur eins nicht tun, er darf sich nicht sozusagen vereinnahmen lassen. Also das ist ein Riesenproblem. Also das sehe ich an manchen Stellen, dass es sowas wie Gefälligkeitsjournalismus gibt oder auch parteiabhängigen Journalismus, den man nicht sofort als solchen erkennt. Das ist ein Punkt. Und ich meine, in der ADAC-Diskussion sehen wir ja gerade, was passiert, wenn eine Lobbyorganisation uns mit Studien und sonst was überzieht und im Nachhinein stellt sich heraus, die haben sich gar nicht mehr die Mühe gemacht, die Studie zu machen, sondern haben sich da einfach irgendwas ausgedacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich stelle eigentlich fest, es gab noch nie so viel Wissenschaftsjournalismus wie heute. Der Wissenschaftsjournalismus, glaube ich, war noch nie so angesehen, wie er heute war. Und deswegen bin ich eigentlich sogar optimistisch, dass auch diese German-Angst von wirklich qualifizierten Wissenschaftsjournalisten, die ja erst seit vielleicht 10 Jahren auch wirklich echt ausgebildet werden, irgendwann mal umgedreht wird in einfach informierte Bevölkerung. Das würden sie nicht von heute auf morgen haben, aber ich bin da nicht mehr so pessimistisch, wie ich mal war.